Herzlich willkommen zur 63. Folge Simultrans mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag, Herr Gamming. Geht es Ihnen soweit ganz gut? Ja, was brauchst du jetzt alles von mir mehr? Du brauchtest ein bisschen mehr Durchput auf Getreidezeug, ne? Ein bisschen mehr Durchput auf Getreide, ja, doch. Oder reicht dir das, was aktuell drauf ist? Das kann ich so nicht sagen. Man könnte es erstmal so stehen lassen. Aber dann müsstest du mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel steht bei dir jetzt im Moment? So gefühlt einmal alle Schiffe voll? Also meine Kapazität von den Schiffen sind ja 10.000. Na gut, es stehen 15.000 da. Aber 11.000 Flachs, 3, 6 Gerste. Na gut, Gerste ist jetzt das, was zur Brauerei geht dann. Das heißt also, da wird es jetzt halt. Zumindest jetzt regelmäßig was kommen. Und ich fliege jetzt mal wieder aus dem Spiel raus. Sympathisch. Ja, das machst du immer. Ja. Immer wenn du merkst, ach scheiße, ich schon wieder Geld ausgeben. Nee, weg. Ach, ich bin schon wieder aus dem Spiel rausgeflogen. Das tut mir immer leid. Das kann ich nicht mehr weiterspielen. Deswegen hast du so viel Geld. Intrigen, Felix. Aha. Nächstes entlarvt hier. Fuck, er findet immer mehr raus. Oh, das darfst du nicht sagen. Piep das mal raus. Wir kommen der Sache hier immer näher. Das kriegen wir schon noch hin. So viel rum. Aha, aha. Da habe ich mich einmal über fast 500.000 gefreut, zack, wie auf 390.000 runter. Ich sagte, so komme ich nicht auf einen grünen Punkt. Ne? Okay, grüner Punkt ist eh was anderes, aber okay. Da müssten 7 Millionen sein oder sowas. Ja, 7 Millionen, ich unbedingt 4 Millionen für die erreichen. Achso, so ein Ding ist das, okay. Nee. Irgendwie traue ich mich zwischendurch immer nicht mal in meine Städte mehr reinzugucken, so ungefähr, weil ich immer Angst habe, dass ich da reingucke und mir denke, oh du Scheiße, was hier passiert. Danke. So ungefähr. Aber hey, du scheinst immerhin die Leute im Übergabebahnhof abzuarbeiten. Was? Oh ja, oh ja, natürlich schaffe ich das, Felix. Da arbeite ich seit 4 Folgen dran. Ohne was geändert zu haben. Genau. Hast du direkt schon die besseren Oberleitungen genommen? Ich baue, wenn dann nur einmal, weil es bringt halt nichts. Und ich nehme lieber die höheren Kosten in Kauf, anstatt ich jetzt sage, okay,
Ich baue die ganze Scheiße wieder um, dann muss ich danach nochmal komplett umbauen. Dann sind die Baukosten nämlich höher als die höheren Linkskosten. Das ist so der Hintergedanke. Wobei, bei meinem Glück. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube, wir sitzen jetzt noch mindestens 10 bis 15 Jahre auf diesen Stromleitungen fest, bis wir immer mal einen Elektrozug haben mit 160 km/h, der Güter transportieren kann, so ungefähr. Ich glaube, der kommt doch vor 1930. Ich habe das Vorwissen halt nicht. Ich auch nicht. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich habe keine Ahnung. Moment, 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 Moment. Das stand da vorher nicht drin. Oh, jetzt will der Gastropil auch noch Backwaren haben. So wundervoll, oder nicht? Ich hab die Eier dafür nicht. Dass du keine Eier hast, ist mir klar, aber das hat doch nichts mit dem Spiel zu tun. Aber die interessante Frage ist, wie schafft er das jetzt da hinten hin, jetzt schon Backwaren zu transportieren? Über 5 Umwege so ungefähr, so passiert das bei mir auch bei allen Sachen so ungefähr. Ja, aber ich versuche gerade den Umweg herauszufinden. Das habe ich bei mir schon ehrlich gesagt aufgegeben. Warte mal, wie schafft er das denn? Der holt das Zeug da ab. Was kommt denn hier an? Achso, dann nimmt das bestimmt dann mit zum Markt. Und von dort aus. Das fährt mit zum Markt noch hin. Tja, wenn ich das wüsste. Aber schön, dass wir einen Güterübergabebahnhof gebaut haben, den wir nicht mehr nutzen, ne? Den werden wir noch mehr zu noch nutzen. Irgendwann kann mal Sachen zu mir kommen, ja. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, auf wie viel Schiffe du jetzt landwirtschaftliche Güter erhöht hast? 30. Das hab ich die ganze Zeit schon. Das hat ungefähr 3 Folgen. Weil mich irgendwie der Güter über der Frachtbahnhof nämlich da gerade völlig eskaliert. Kann aber eigentlich im Normalfall nicht sein. Also, da dürfte eigentlich noch nichts angekommen sein, was ich neu raufgesetzt habe. Das ist trotzdem deutlich mehr. Wer hat dir eigentlich erlaubt, auf meiner Seite seine Schiffe zu parken? Also, das sind meine. Nö, die beladen sich, also sind es deine. Der fährt einfach auf meine Wasserseite rüber. Was ist das denn? Scheißdreck. Ist Wasser. Und wenn ich dir vor den Hafen kacke, das ist mir egal. Ist dir mal eigentlich aufgefallen, dass der Übergabehafen voll auf meiner Seite steht? Absicht. 76 ist die Mitte, das heißt, du bist alleine schon 3 Felder von der anderen Seite weg, von der Seite. Wird nur auf, warte ab, der wird wahrscheinlich übers helle Wasser gehen. Brauchen wir aber keinen Hafen, den können wir auch direkt zum rüber bauen. Das ist richtig, aber die transportiert nicht so viel. Ansichtssache. Von der Zeit her vermutlich schon. Was bist du hier für ein Zug? Auf was wartest du? Du wartest auf Gerste. Die liegt wahrscheinlich noch irgendwo da hinten. Habe ich keine Zeit für. Alter, 17.000 landwirtschaftliche Güter da schon wieder drin. Das wird bei dir aber auch nicht weniger da hinten. Kann das sein? Nö, deshalb brauche ich es auch gar nicht hochzubauen auf größere Lagermöglichkeiten im Normalfall. Weil ich das sowieso nicht abtransportiert bekomme. Da kann ich mit 40 Schiffen fahren. Pro Haltestelle so ungefähr. Also insgesamt vermutlich 400 oder so. Hol ich hier Gerste ab? Das ist mit dem. Ich hole hier Getreide für die Mühle ab. Das ist der. Ich hole Flachstextilfabrik. Warte mal, die fährt mal Kohlekraftwerk nach Facha. Wo ist denn Facha? Facha. Ja, ich krieg langsam hier Pimpanellen, merkst du vielleicht, ne? Nee, merke ich nicht. Okay.
Das ist halt der Schuldenstand, der mich jetzt langsam in die Verzweiflung treibt. Achso, hatte ich schon gesagt. Ne? Sachs Textilfabrik. Ach. Aber sind die Züge, die Elektrozüge auch billiger? Ja, zwar nicht übertriebenst viel, aber ja. Geil. Zumindest bei Kohle sind sie nicht übertriebenst günstiger, weil da irgendwie nicht so viele Waggons rangehen, wie sie von der Power her irgendwie können. Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Faktor, der dahinter steht, wirklich ein Mal ist. Das heißt im Endeffekt, dass der Elektrozug 1660 kW mal 2 transportieren kann. Und der andere, der badische 4, 1618 mal 3,39, sonst würde der nicht so viel mehr Anhänger rankriegen. Ja. Ich meine, du siehst ja, mit wie viel Waggons meine Dinger hier fahren, und das ist das, was rangeht, wenn ich nicht einen Geschwindigkeitsverlust eingehen will. Dann kriege ich da nämlich 532 Tonnen Schüttgut hinten dran. Das ist das Maximum, was geht, ohne Geschwindigkeitsverlust einzugehen bei mir. Du denn jetzt gemacht? Sind das diese Lagerhallen oder was? Ja. Warum? So. Die sehen irgendwie hässlich aus, kann das sein? Das sieht aus, irgendwie aus wie so Baustellenzelte. Ja, und jetzt guck dir das nochmal an am Wasser. Die sind da verbuggt am Wasser immer. Das ist ja das Schöne. Wenn du zu nah ins Wasser baust, dann verbuggen die ganzen Scheißteile die hier. Irgendwie so, oder die Hälfte der Gebäude verbuggen einfach immer. Nee, das ist, weil du da das setzt mal deine Stromleitung ein, aber nach rechts. Und schon ist das Verbuggte nicht mehr da. So, das ist mir eh nicht wichtig, gucke ich eh nicht oft hin. Das ist immer nur, wenn du irgendwas oben drüber baust. Aber ja, die Elektrozüge lohnen sich. Merkt davon irgendwie noch nicht so ganz so wirklich viel. Ja, weil die bisher bei dir auch nur rumstehen noch. Vor allem, wenn man bedenkt, ich bekomme an meinen Ölzug mehr Waggons ran, als ich irgendwie an den anderen ran bekomme, aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht ganz hundertprozentig weiß. Vermutlich, weil der Zug einfach kürzer ist, passt dann ein oder zwei Waggons mehr ran Ja, oder so. natürlich, natürlich. Der Gasthof möchte auch Obst haben. Das kriegen sie auch von irgendwo, aber ich weiß auch nicht von wo. Schätzungsweise von, Moment. Bäckerei Schiltach. Bäckerei Schiltach. Der Zuckerzug. Natürlich, der bringt ja Zucker zur Bäckerei dahin. Aber wie kommt denn das Obst hier rüber? Das Obst ist zum Markt. Textilien, Wolle, Pfalz. Ja, natürlich, ihr bringt Backwaren zum Markt und nimmt auch rückweg das Obst mit, um es dann bei der Bäckerei hinzustellen und da nimmt es der Zucker zu, damit. Ja, alles da. Also im Endeffekt kannst du die Hälfte deiner Linien streichen, so ungefähr, weil die das eh irgendwie miteinander hin und her transportieren, so ungefähr. Nö, ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich das da überhaupt reinpacken kann. Nur ich würde es einfach mitgenommen. Okay. Aber es ist trotzdem halt noch nichts, was das grundsätzliche Problem von Eiern löst. Weil die Eier nehmen sie halt auch mit darüber zum Markt, obwohl sie eigentlich die nicht verkaufen sollen. Echt doof. Komischerweise, jetzt stauen sich die landwirtschaftlichen Güter bei dem Kohlekraftwerk. Ich glaube, ich hätte da vielleicht doch kein Zugunternehmen sollen.
egal, wir können das hier langsam, aber sicher transportieren. Flachs, 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 Flachs. Flachs haben sie auch da. Aber ich denke mal, so langsam haben wir die richtige Anzahl an Schiffen für Getreide erwischt. Aber was steht denn ja nicht in der rum? Was wartet ihr denn? Ob Gerste? Für die Klosterbrauerei? Das ist noch nicht da. Okay. Da sind so viele landwirtschaftliche Güter drin, ne? 9000, ne? Und ich stehe einfach trotzdem rum. Ja, das, die wollen Flachs haben. Glaube ich. Ne, die wollen Gerste haben. Die wollen irgendwas haben, was nicht dahin geht, wo alles Zeug, was da drin ist, hingeht. Das geht ja alles zum Wald oder zum Markt. Richtig. Aber guck mal, wenn du mal auf das Kohlekraftwerk guckst, da war die fordern schon wieder 20.000 Kohle an. Aber wo ist die Kohle? Die hockt bestimmt bei dir beim Heizkraftwerk und wartet auf Mitnahme oder sowas. Oh ja, sieht zumindest so aus. Traurig, aber realistisch, ja. Was da ist, was da von da drüben holen? Oh. Ich glaube, ich schaffe die 500.000. Das wäre das erste Mal, dass ich... Nee, da habe ich schon mal 600.000 geschafft. Aber trotzdem, 500.000. Was ist denn bei dir die Zahl, die oben in weiß steht, wenn du auf Betriebsgewinn stehst? Drückst. 643.714. Das ist ja dann dein Rekord. Ja, der war vor 9 Monaten. Da sind wahrscheinlich alle Kohlezüge angekommen. Oder alle Kohle... Da haben wir noch nicht mal Kohlezüge. Doch. Nee. Kohlezüge, Kohleschiffe. Da haben wir auch noch keine Kohleschiffe, gefühlt. Warte, wann haben wir die Schiffe gemacht? Vor 15 Monaten. Schiffe so lange? Ja, tatsächlich. Ja, und genau da, vor 9 Monaten, habe ich einfach mal 264.000 mit Schiffen gemacht. Das ist genau das gewesen. Ich hatte schon davor 771.000. Durch Züge. Aber mein Rekord ist 901. Durch Züge bin ich bei, ist der Zugrekord ist bei 390. Ich habe zweimal fast 900.000, vor 5 und vor 3 Monaten. Und in diesem bin ich bei knapp 600 irgendwas. Mal gucken, wo das noch hinfällt. Die Waldfee. Nicht schlecht. Ach, du ahnst es nicht. Okay, ich glaube, dadurch, dass ich Hopfen nur 3% brauche, ihr beiden Hopfenzüge, es tut mir leid, aber ich glaube, du kannst ausgemustert werden und ich glaube, du kannst auch ausgemustert werden. Ich glaube, da reicht definitiv ein Zug. Definitiv. Eierbäckerei Schildach. Könnten wir auch einen neuen Zug draufsetzen. Haben wir jetzt ja auch. Würde theoretisch aber auch nur einen Zug reichen dann. Mit dem neuen. Eine bittere Schulter. So, alle Ausmustern starten. Bitte, was findet keinen Weg mehr? Warum findet er keinen Weg mehr? Bernd findet keinen Weg mehr. Der gute Bernd, der weiß nicht mehr, wo es lang geht. 502.000 habe ich geschafft, tatsächlich. Und trotzdem 200.000 Bruttoverlust. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie sieht es bei dir beim Jahresbetriebsgewinn aktuell aus? Gib mir eine Sekunde.
Oh, will ich das wissen? Nee, eigentlich will ich das nicht wissen. Darauf 4 Millionen. Bei 2,3 Millionen. Und dein Bruttogewinn? Du meinst also meine Einnahmen? Ah, der Bruttogewinn. Blau, ganz unten. Ach so, weil ich mein Geld immer hin und her schiebe, 12 Millionen plus. Und Aber ich ich habe habe vorhin, und ich freue mich gerade um meine 7.000 plus, die ich habe. ich habe auch 10 Millionen durch Fahrzeuge Einnahmen und 2 Millionen durch Bauausgaben, so. Ja, Ausgaben brauche ich auch 1,5 Millionen. Oder Brotmarktfacher. Brot, Brot fährt von da nach da. Brotmarktfacher können wir auch austauschen. Loks. Wieder Waggons. Brotmarktfacher, alle ausmustern, dunkel starten. Und ist das ausgemustert? Das ist ausgemustert, das ist ausgemustert, das, 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 das. Milchmarkt. Milch können wir noch machen. Aber Milch haben wir, glaube ich, keine neuen Waggons, ne? Nee. Genauso wenig wie für Öl. Und ist das auch ausgemustert? Was haben wir sonst noch hier? Wolle, Obst müsste ich da noch machen. Zucker und Zuckerrüben. Aber das kann ich nicht machen, weil da habe ich leider keine Befugnisse für. Beziehungsweise noch keine Elektrozüge oder hier Elektro-Oberleitungen. Mann! Könnte ich zumindest die Zuckerrüben austauschen. Loks, Duda, Waggons, Shitgut. Oh, 836. Oh, nee, schafft doch nicht ganz. Zuckerrüben. Zuckerrüben. Zuckerrüben habe ich gesagt, Mann! Lass doch. Mal ausmustern, starten. So, Zucker, Schilder, da ist schon. Da hinten, das könnten wir auch austauschen. Aber ich glaube, da muss ich drei Züge drauf machen. Obwohl, warte mal, das sind jetzt die besseren Züge, ne? Zuckerbäckerei Schilder kopieren, alle ausmustern, starten, starten. Jetzt müsste ich das noch machen. Wenn ich das jetzt auch noch dazu reinbekomme, dann habe ich tatsächlich doch alles auf einen Schlag ausgetauscht. Und habe keine 40 Mio Minus. Ja, ich wundere mich selber gerade. Wolle Obst, das sind sechs Fahrzeuge drauf. 1188. Okay, alle Güterzüge sind ausgetauscht. Ach du Scheiß. Nee, hier fährt auch noch einer. Was ist das denn für einer?
Zucker, Bäckerei, Schild. Hä? Zucker, Bäckerei, Schilder? Achso, das ist der letzte, der jetzt gerade noch irgendwas damit zurücknimmt. Ja, Backwaren irgendwoher. Na dann. Das hat gekostet. Was traurig ist, es ist immer noch keine Gerste angekommen hier, die nach da vorne hin möchte. Wann kommt denn die Gerste mal? Aber der produziert immer noch weiterhin Flachs bis zu mir geht nicht mehr, ne? Verstehe ich gar nicht. Die Mühle hat da keinen Bock mehr drauf. Textilfabrik ballert da voll bis zum Abwinken. Auf dem Facharbeit. Noch mal einen draufpacken, Getreidemühle Facher. Wow, die scheint tatsächlich im Gewinn zu fahren jetzt. Der auch. So, dass wenn die jetzt einen Gewinn fahren, dann müsste ich doch jetzt hier locker mal 4, 5 Millionen Betriebsgewinn machen, oder nicht? Okay. Oder auch nicht. Du machst doch, aber du stehst hier so selten, so oft rum, du machst Millionen Gewinne, oder? Ist hier kein Zug, der meine Millionen Gewinn macht? Ich gebe jetzt kein Geld mehr aus, bis ich im Plus bin. Mal schauen, wie lange das hält. Ich habe wahrscheinlich warm abgerissen, hat sich jeder erledigt. Ich frage mich gerade, wo sind deine 40? Deine 40 Getreide-Dinger hier? Irgendwo auf hoher See. Immer nur Flachsdinger an. Wo sind die Züge denn, die zur Mühle liefern? Aber die Mühle, die müsste doch mal langsam auch, ey, das Ding produziert seit 2 Jahren nicht mehr für die Mühle. Oh, was macht Felix denn da Schönes? Ich habe das genau gesehen.
altes Gleis aus Ostdeutschland. Muss aufpassen. Oh, er hat's schön gebaut hier unten. Nee. Felix, was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich habe immer gedacht, wenn ich schon mal Zeit und Geld habe, dann hopp. Was? Moment. Das geht? Ja, keine 45 Millionen minus, ne? Okay. Aber das sieht doch schon mal vernünftig aus. Oh, auch hier hat das angepasst. Alter. Was ist denn da los? Schlimm, ne? Der hat hier richtig, da ist aus Gold gebaut, ey. Meine Fresse, das gibt's ja nicht. Aber nur die günstigen Sachen, ne? Jetzt haben wir jetzt, ja, theoretisch haben wir alle Städte in Industrie gespawnt. Ich denke, ja. Also das heißt, die nächste geht dann weiter dann mit Havese oder beziehungsweise Wayne. Havese und Wayne. Und man kann ruhig mal bei lieber spawnen. Oder bei mir Kohle, das ist ja auch nicht schlecht. Und Kohlewerke könnt ihr aber gut gebrauchen. Das wäre toll. Wir können mal die Pflanzen, die erholen sie auch nicht, ne? Nö. So viele neue Züge drauf und trotzdem sind die Einnahmen, ich sage mal so im Schnitt von 360 auf 390 bis 400 gestiegen. Verstehe nicht. Kann ich absolut nicht verstehen. Einmal Linienkontrolle machen. Profit. Ja, du bist noch gar nicht mal gefahren, weil hier noch keine Gerste angekommen ist. Rot macht jetzt zumindest mal 5000 Gewinn. Eier macht auch Gewinn. Das macht jetzt auch Gewinn. Okay, das macht noch dicke fette Verluste. Verluste. Weiß man noch nicht so ganz. Weiß man auch nicht so ganz. Das geht. Ja, die machen uns gar keinen Gewinn. Bisschen. Das Einzige, was jetzt im Moment gerade echt gut läuft, was wirklich echt gut Gewinn macht, sind tatsächlich die Schiffe, ne? Die ganze Geschichte so ein bisschen ziehen. Komischerweise.
Felix meint jetzt wieder ordentlich Kohle. Da kommen gerade wieder 80.000 Frachter an für landwirtschaftliche Güter. Oh, da fließt das Geld, da kommt dann immer noch mehr Geld und noch mehr Geld. Was war das für ein Frachter gerade, der 38.000 reingebracht hat? Schätzungsweise Kohle. Und das war kein Kohlefrachter. Dann keine Ahnung. So, mal, kannst du mir sagen, was bei meinen Schiffen kaputt ist, die da im Hafen stehen? Welche? Stehen nur 10 Schiffe im Hafen. Oh, es sind die falschen. Na dann. Hast du die falschen gekauft? Ja, offensichtlich. Oh, nee, echt jetzt? Und wie stehen denn da? 10. Ja, Felix, die Schiffe, die bei dem Hafen stehen, ne? Das sind die richtigen, ja. Bloß am falschen Hafen, richtig. Genau. Aber nicht verfahren. Nee, falsche Route zugewiesen, weißt du, einen auf den. Ich habe mich schon gewundert, wie es sein kann, dass wenn ich 20 Schiffe habe, 10 dazu packe, ich auf 14.000 komme und nicht auf 15. Na, wir sind aber am Ende der Folge angekommen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.